Ich begrüße Herrn Bernd Schmidbauer. Herr Schmidbauer gehört zu den Personen, die auch einige Jahre nach dem Rückzug aus dem öffentlichen Leben man nicht besonders vorstellen muss, weil man noch eine Erinnerung an ihn hat, eine Vorstellung von ihm hat. Herr Schmidbauer war 26 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages von 1983 bis 2009. Er war parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dann aber für uns besonders interessant Staatsminister im Bundeskanzleramt und Geheimdienstkoordinator 1991 bis 98 unter Helmut Kohl. Und er hat seine Aufgaben der politischen Kontrolle und Koordination der Geheimdienste nicht selten so wahrgenommen, dass er höchstpersönlich aktiv an Einsätzen auch und gerade in Krisengebieten beteiligt war. Er war dann auch auf der anderen Seite Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums des Deutschen Bundestages, gewählt durch den Deutschen Bundestag und geheimtagend ab 2002. Herr Professor Schreckenberger hat sich leider entschuldigen müssen. Er hat mir einen Brief geschrieben, aus dem ich Ihnen etwas vorlesen soll und gerne tue. Leider werde ich wegen meiner Krankheit an Ihrer Veranstaltung nicht teilnehmen können. Vielleicht mögen Sie einige Worte für mich sagen. Die Sicherheitsdienste spielten auch zu meiner Zeit als Chef des Bundeskanzleramts und Staatssekretär beim Bundeskanzler 1982 bis 89 eine bedeutende Rolle. Nur wurde journalistisch nicht so viel darüber geredet. Es bestand eine verantwortungsbewusste Zusammenarbeit mit Nachrichtendiensten der NATO, insbesondere mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich besuchte damals mehrmals die Dienstchefs in Amerika, auch im Weißen Haus. Vielleicht darf ich auf eine kleine Geschichte hinweisen. Ich reiste mit einem tüchtigen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes nach Amerika. Er sollte in unserer Sicherheitsbehörde mit den amerikanischen Nachrichtendiensten arbeiten. 2 Tage nach unserer Ankunft erhielten wir von diesen die Meldung, der Mitarbeiter möge das Land verlassen. Sie hätten ihn 2-mal in einer öffentlichen Toilette gesehen. Diese sei aber ein Treffpunkt für verdächtige Personen. Unser Widerspruch nutzte nichts. So reiste ich mit meinem Mitarbeiter wieder nach Hause. Die verantwortliche Zusammenarbeit wurde weiterhin gepflegt. Die gegenwärtige Situation wird wesentlich durch die weltweite Datenvernetzung geprägt. Sie schafft unvorhergesehene, noch zu lösende Probleme. Dann die Grußformel. Soweit das Schreiben von Herrn Kollegen Schreckenberger. Zur Aktualität des Themas hätte man ohnehin nicht viel sagen müssen. Gestern kam noch eine besonders brisante Meldung hinzu. Sie werden sie alle auch gehört haben, dass es den australischen Sicherheitsbehörden gelungen ist, ein ganz schlimmes Verbrechen durch IS-Kämpfer noch zu verhindern. Das Geschäftsmodell, um dieses Wort zu verwenden wieder, auch der Geheimdienste hat sich durch die Informationstechnik geändert. Es ist klar, wir haben eine bisher unbekannte Abhörmöglichkeit und Mitschneidemöglichkeit. Wir haben bisher unbekannte Möglichkeiten der Entschlüsselung und der Analyse. Aber wir haben auch, wie am Beispiel Australien ja zu sehen, eine ganz besondere Sicherheitslage. Beides, die Möglichkeiten und die Notwendigkeiten, bestimmen doch den Zuschnitt der Geheimdienste aus meiner Sicht. Insofern ist dieses Feld, dieser Bereich geradezu exemplarisch für die Veränderungen in der digitalen Gesellschaft und deshalb für unser Seminar ein besonders wichtiger Baustein, zu dem ich jetzt Herrn Schmidbauer bitte, das Wort zu ergreifen. Das zweite Thema, Datenvernetzung. Manche scheint ja sehr, sehr neu zu sein, ist es aber nicht. Das Schengen-Abkommen war zum ersten Mal ein Abkommen, bei dem es gelungen ist, Daten zu vernetzen. Wir wussten, da sind Führerscheine gestohlen in Luxemburg, das Fahrzeug wurde in Italien gestohlen
und der Täter wurde in Spanien festgenommen. Das war früher unmöglich, die Dinge zusammenzubringen. Und erst durch die Vernetzung und Schengen insgesamt, positive Situation für all die, die meinten, die Unsicherheit sei jetzt geboren, es hat sehr vieles gebracht. Der erste, den wir festnehmen konnten, war in Mitternacht, als eine Maschine aus Südafrika kam. Der reiste immer ein, und zwar über Frankfurt, und war der Meinung, er kann seinen Geschäften nachgehen in Paris, Mailand und anderswo. Weiß ja niemand in Deutschland. Sein Problem war, dass just zu diesem Zeitpunkt Schengen in Kraft getreten ist und der erste Pass, der abgeliefert wurde, sagte ganz klar, das ist einer, der in verschiedene Länder seine Verbrechen ausgeführt hat und schwupp war er erkannt. Das war der Segen dieser Verknüpfung und es war einer der Anfänge, bei denen viele dachten, das geht nicht. Das geht in persönliche Freiheit, das geht in Dinge, die wir noch nicht übersehen. Und die letzte Bemerkung, Ukraine, die vorher gefallen ist. Meine Damen und Herren, wenn Sie aufmerksam Zeitung gelesen haben, sind Sie wahrscheinlich nicht gut informiert. Denn genau dort kamen die Dinge, die Desinformation bedeutet haben. Mit Wissen oder ohne Wissen derjenigen, die ihre Kommentare geschrieben, veröffentlicht haben. Ich will nur ein Beispiel dazu nennen. Der eine Verteidigungsminister hat ausgeführt, wir müssen die Truppen an die Grenze bringen. Der andere hat ein vertrauliches Telefonat geführt mit Putin. Irgendjemand hat es geleakt und hat erzählt, Putin wäre bereit, innerhalb von 2 Stunden, 2 Tagen, einer Woche, wie auch immer, Warschau, Tallinn, Riga und all diese Städte einzunehmen. Das ist eine unverantwortliche Veröffentlichung von Dingen, die nicht stimmen. Einfach die Dinge darzustellen, da gibt es dann Flüchtlingstransporte, da gibt es Nahrungsmitteltransporte, da gibt es alles Mögliche und da gibt es dann auch noch zu allem Leidwesen ein paar 100 Tote beim Abschuss einer Passagiermaschine. Bis heute weiß keiner von uns, was die wirkliche Ursache war. Höchstwahrscheinlich Verwechslung, höchstwahrscheinlich an der russischen Raketenstation, das Auslösen dieser Rakete, die zu diesem schrecklichen Unfall geführt haben. Und das werden wir häufig erleben. Das ist übrigens dann keine Entscheidungsgrundlage, diese Parolen auch im Netz zu finden. Überall im Internet konnten Sie beliebige Bilder dann sogar sehen. Der amerikanische Nachrichtendienst hat Bilder veröffentlicht. Auch da muss man sich fragen, viele von Ihnen erinnern sich an einen Fall Curveball. Das war ein Agent, der im Irak festgestellt hat, dass Saddam Hussein Giftgas produziert. Der hatte Bilder gebracht, Lastwagen mit Anhänger, die Einrichtung dieser Fahrzeuge gebracht und bei der UNO-Vollversammlung und nachher im Sicherheitsrat wurden genau diese Bilder gezeigt, die teilweise aus Deutschland stammten von unseren Nachrichtendiensten, aber kommentiert wurden mit großer Unwahrscheinlichkeit, trifft dies zu, aber das ist eine der Quellen. Dies wurde zum Anlass genommen, im UN-Sicherheitsrat letztendlich die Angriffe zu starten des amerikanischen Präsidenten im Irak. Also nachrichtendienstliche Grundlage, die nicht bewertet wurde, sondern einfach letztendlich als Tatsache festgestellt. Und das droht uns bei dieser Flut an Informationen. Und das droht uns, wenn wir keine zuverlässigen Informationen haben. Nachrichtendienste, die dies nicht machen können, die nicht imstande sind, solche Informationen überprüfbar zu letztendlich der Regierung aufzubereiten und damit zu Entscheidungen zu kommen, sind keine Nachrichtendienste, das sind Schwatzbasen und Schwatzgebilde, die wir nicht brauchen können. Aber, ich sage das auch dazu, in der Vergangenheit ist es uns immer gelungen, diese Aufgabe wahrzunehmen. Mal bessere Zeiten, mal schlechtere Zeiten. Es war immer leicht, Kritik zu üben an den Aufgaben der Schlapphüte. Das sind die mit Sonnenbrille und das sind die letztendlich. Jeder hat vergessen, dass in der Zeit des Kalten Krieges diese Arbeit verbunden war mit Arbeit, bei denen man das Leben verlieren konnte. Wir haben zig Agenten verletzt,
verloren in dieser Zeit des Kalten Krieges. Die Amerikaner, selbst wir, bis kurz vor der Wende noch, wurde jemand hingerichtet, der für uns gearbeitet hat. Risikoreiche Arbeit für den Frieden und die Freiheit durchgeführt haben. Und die Methoden haben sich natürlich geändert. Reinemann sagt, da ist jetzt die Digitalisierung eingetreten und viele haben jetzt den großen Glauben, dass dies auch funktioniert. Ich sage Ihnen gleich, ich verspreche mir keine bessere Qualität von der Arbeit der Nachrichtendienste, wenn man sich nur auf die Digitalisierung verlässt. Ich weiß zwar, dass eine Riesenmenge an Daten produziert werden. Die amerikanischen Berater des Präsidenten haben festgestellt, dass im Jahre 2013/14, als dieser National Act auf den Weg gebracht wurde, des Abhörens amerikanischer Staatsbürger, mit dem Satz, das Fazit, keine einzige Nachricht hat dazu geführt, dass wir im Bereich des Terrorismus fündig geworden sind. Schockierend für mich, und wenn wir aktuell bleiben wollen, 60 Millionen Smartphone-Nutzer werden abgehört bei uns in Deutschland. Jeder hat jetzt diese Treasure Map gelesen, die Plattform gelesen, mit der es möglich ist, und das gleich auch für die, die vorhin die Frage gestellt haben, wie können wir uns dagegen schützen. 60 Millionen, die mir wie eine Karte vorliegen, bei denen ich jeden, der dieses Smartphones benutzt, auf diese Karte bekomme und jeden zu jedem Zeitpunkt abhören kann. Das geht mit der Telekom, so leid mir das tut. Ich finde das, und das ist schon einer der Punkte, der mich berührt in der Vergangenheit, in der Debatte. Vorhin wurde es auch von Herrn von Lucke angeschnitten, indem er sagte, da gab es Surfer, die nicht bei uns stehen. Da gab es Provider, die nicht bei uns stehen, die wir nicht unter Kontrolle haben, bei denen also Zugriffspunkte entstanden sind. Und das ist diese Treasure Map, das ist jetzt das Vorletzte, was wir eigentlich noch brauchen. Nur ich kann Sie trösten. Das Wissen dieser 60 Millionen Abzuhörenden, potenziell Abzuhörenden, das bringt die um. Das bringt die um, weil sie nichts damit anfangen, was wir an Kommunikation über diese Medien eigentlich verbreiten. Der große Trost ist die DDR mit dem Abteilungschef Männchen in der Abteilung 3 der Stasi. Hat Hunderttausende von Meldungen produziert über uns. Bis zu einer bestimmten Grenze, wo sie technisch nicht mehr in der Lage waren. Technisch meint geografisch nicht in der Lage waren, aus Berlin heraus oder vom Brocken oder wo auch immer, die Gespräche zu erfassen. Am Ende kein Nutzen. Das gilt für alle diese Dinge, die wir beobachten konnten. Es war das Glasfaser schon da, es waren alle technischen Möglichkeiten da, digitalisiert noch nicht, aber alles ging analog und hat funktioniert. Wer also meint, dass durch diese Digitalisierung neue Qualität entsteht, der irrt gewaltig. Es gibt eine Miniaturisierung, klar, und es gibt eine höhere Quote an Arbeiten, die ich parallel durchführen kann. Das passiert und damit müssen wir uns auch abfinden, aber das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben mit Snowden, mit Whistleblower, mit BK, Handy und all diese Dinge, das waren Schlagworte, die weit davon weggeführt haben an der Realität und an dem, was wir eigentlich brauchen. Wir haben aktuelle Bedrohungen, ich habe vorhin das Beispiel Ukraine angebracht, Sie können alle anderen Dinge hier erwähnen, und diese aktuellen Bedrohungen bringen, und da bin ich ganz sicher, wieder mehr Sachlichkeit in die Debatte. Wir erinnern uns vielleicht an die Zeiten des Kalten Krieges. Da gab es diese Angriffe nicht. Da gab es keine Snowdens, sondern gab es welche, die in der Verantwortung gearbeitet haben, die in diesem Kalten Krieg dafür gesorgt haben, dass der Frieden stabilisiert blieb. Da gab es Aufgabenverteilung. Da ist übrigens auch nie das Problem mit den USA gekommen. Da hat keiner sich überlegt, ob er kooperieren soll oder ob er ein bisschen andere Türen noch bewegt zur eigenen Interessenslage. Sondern das war eine unabdingbare Notwendigkeit zur Kooperation. Technisch wie von der Methode her. Da gab es Bereiche, die wir ausgeführt haben, aus sprachlichen Situationen mit der damaligen DDR. Und da gab es auch Punkte, bei denen die anderen Partner alle gemeinsam ihre speziellen Aufgaben
durchgeführt haben. Und meine Damen und Herren, was macht eigentlich ein Dienst? Ein Dienst macht das, was die Regierung, sprich in dem Fall koordinierend das Bundeskanzleramt, an Profil vorgibt. Das nur zu denen, die jeden Tag hören, die haben auch Albanien abgehört, die haben auch die Türken abgehört. Das wiederholt sich, ist für die alle gut, die meinen, die anderen seien nur die, die uns abgehört haben. Wichtig ist, dass man weiß, was passiert und dass man damit rechnet, nicht nur abgehört zu werden, sondern auch eine Abwehrstrategie entwickelt für diese Dinge. Und das hat sich hochgeschaukelt in den letzten Jahrzehnten. Wenn ich dran denke, zuerst NATO-Warschauer Pakt, da war primär militärische Aufklärung. Militärische Aufklärung bis zum geht nicht mehr. Und da gab es nicht die Möglichkeit über SIGINT, also über signaltechnische Möglichkeiten, eigentlich Sicherheit zu produzieren. Viele Gründe dafür. Aber da gab es Jumin, da gab es Menschen, die in diesen Regionen für Nachrichtendienste gearbeitet haben. Und es wird bei vielen wieder ein bisschen zurückgestellt, unterbewertet, insbesondere bei den technikgläubigen Amerikanern mit ihrer NSA, mit einem Riesenetat, mit einem Riesenaufwand. Ich will nachher einiges dazu sagen, aber da waren es Menschen, und ich will nur ein, zwei Beispiele nennen, da gab es den für uns in der NATO wichtigsten Mann, der in einem der östlichen Nachbarn eine Erprobungsschule für neu einzuführende Raketenwaffen als oberster Chef letztendlich unter sich hatte, Verantwortung getragen hatte. Und ehe auch nur die erste Rakete zu Probezwecken flog, Boden, Luft, Boden, Boden, was auch immer, war die NATO in der Lage, diese Dinge zu sehen, zu identifizieren und letztendlich sich auch darauf, auf diese Bedrohung einzurichten. Es funktioniert bis zum totalen Zusammenbruch des Warschauer Paktes. Und dann kam das Problem, wie wird es aufgedröselt? Was passiert mit den Leuten, die sowohl bei uns, das zweite Beispiel, bei uns jemand, der letztendlich in der Bundeswehr ausgespäht hat, hier als junger Mann in die Bundesrepublik Deutschland kam, sein Abitur unter falschem Namen gemacht hat, seine Heirat stattgefunden hat unter falschem Namen, Kinder aufgezogen hat unter falschem Namen und plötzlich bricht der Warschauer Pakt auseinander und dieser Mann wird letztendlich enttarnt. Das waren dann die Probleme in der Zeit nach dem Kalten Krieg, um solche Einzelschicksale letztendlich aufzuklären. Und während dieser Zeit gab es auch natürlich den Dialog mit der russischen Seite, mit der sowjetischen Seite, mit dem militärischen Dienst, mit dem normalen KGB und seinen einzelnen Zweigen. Aber am Ende dieses Kalten Krieges gab es dann eine andere Ära, nämlich das Aufarbeiten der Zeit des Kalten Krieges für den Nachrichtendienste. Auch mit verschiedenen Methoden, auch mit letztendlich SIGINT-Maßnahmen. Und jeder von Ihnen, der sich damit beschäftigt hat, zumindest einen, den ich hier im Saal identifizieren konnte, weiß das. Das war Rosenholz. Wie beschaffe ich mir Informationen als Nachrichtendienst? Kein Ministerium, kein Journalist, niemand kann das machen, außer ein Nachrichtendienst, der professionell arbeitet. Wie schaffe ich mir Unterlagen herbei, die mir zeigen, was ist passiert in den letzten Jahrzehnten, 20 Jahren, wer war beteiligt, wie enttarne ich über 2000 Mitarbeiter der Stasi, die in der Bundesrepublik Deutschland aktivst eingesetzt waren, wie erkenne ich Politiker, die in ihrem politischen Leben eigentlich außer Diäten eingestrichen und auch nicht Transparenz, auch noch zusätzlich zigtausende von D-Mark, Euro Einkommen hatten, bevor sie aufgeflogen sind? Wie kriege ich diese Information, damit nicht andere Informationen, die daraus resultierten, nachher weitergegeben werden können an andere Dienste? Es war auch eine Erpressbarkeit dabei. Das war eine wichtige Aufgabe. Das geschah, ich sag mal, geräuschlos. Das war mit etwa 10.000 Mitarbeitern oder 6.000 Mitarbeitern nachher bei der Abschmelzung des Dienstes. Es gab ja mal eine Zeit, bei denen die Schlapphüte immer weniger werden mussten, damit man Geld einspart und damit diese Dinge ein bisschen besser haushaltstechnisch unterzubringen waren. Übrigens, Herr von Lucke, in allen Transparenzstudien werden Sie die Haushaltsmittel dieser Ausgaben nicht finden. So.
so gut es war für einige, die diese Transparenz natürlich wollten und die natürlich ihrerseits immer darauf aus waren, was steckt an Finanzen in Nachrichtendiensten drin. Und ich fürchte auch, man wird nicht dazu kommen, dass jedes Land seinen Haushalt transparent offenlegt, gerade in diesen Dingen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dies als Nebenbemerkung, wenn man die Anforderungen sieht, die heute erfolgen, dann kann man nicht die Bewegung machen, immer mehr Geld einzusparen, immer weniger zu wollen, wenn andere, die über diese SIGINT-Bereiche sich Gedanken machen, immer mehr dazu kommen, amerikanische Verhältnisse auch bei uns zu schaffen. Da will ich eine Bemerkung machen. Der Unterschied zwischen unserem Dienst und dem amerikanischen Dienst ist, wir haben einen Auslandsnachrichtendienst. Die Amerikaner haben mehrere konkurrierende Ausgaben und auch vielleicht in der Darstellung die Bedrohung erhöhend. Ich sage das sehr vorsichtig. Was ich vorhin als Beispiel mit Curveball gemeint habe, hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Wer solche Nachrichten produzieren kann, nicht alle verifizierbar, der unterstreicht zumindest seine Bedeutung und sorgt dafür, dass seine Haushaltsmittel aufgestockt werden. Und damit beginnt dieser Wahnsinn, diese Sammelwut an Informationen. Und zwar nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch bei Verbündeten und auch natürlich wünschenswert in Bereichen, in denen unsere Sicherheit gefährdet ist. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht für richtig erachten können. Denn das bedeutet jetzt, dass einfach ohne gefiltert und ohne, dass man die Dinge dann von der Fragestellung her als eine Notwendigkeit begründen kann, Informationen sammelt, in Privatsphären eindringt und das ohne Ansehen der Person. Ich habe vorhin von den 60 Millionen Informationen gesprochen, die wir schlagartig haben können. Wir nicht, aber die Nachrichtendienste haben können. Und meine Damen und Herren, der Dienst hat sich dann gewandelt. Es gab diese deutsche Einheit, der Warschauer Pakt ist auseinandergefallen, trotz aller Dinge, die man meinte, dass sie uns überlegen sind, auch gerade im nachrichtendienstlichen Bereich. Wir haben neue Bedrohungen und wir haben eine Politik, Helmut Kohl als Bundeskanzler, der dieses Vertrauen mit Russland aufgebaut hat. Ich erinnere mich an wöchentliche Reisen nach Moskau. Ich erinnere mich an die Gespräche im Kaukasus. Ich erinnere mich an die Gespräche auf der Mauer in Bonn am Rhein. Ich erinnere mich an die vielen, vielen Verhandlungen mit Gorbatschow und mit Boris Jelzin. Den Dingen traue ich heute nach, dass man dieses Vertrauen dabei ist zu verspielen. Und dann kommen solche Nachrichten, die ich eingangs erwähnt habe mit der Ukraine. Und jeder von uns, übrigens jeder Pole, jeder Balte auf die Idee kommt, es wird doch nicht wieder zu einem Krieg kommen. Unsicherheit. Das war damals undenkbar. Es war undenkbar bei diesen Dialogen, bei diesen Gesprächen, bei diesen Verhandlungen, solche Ideen zu haben. Und das hat natürlich sich auch auf Nachrichtendienste ausgewirkt. Ich erinnere mich an viele Dinge, wo wir alte Methoden zum Absterben gebracht haben. Sie wissen, die Russen haben immer an unseren Botschaften mit aller Abhörtechnik gearbeitet. Mitte der 90er Jahre haben die Amerikaner ihre ganze neue Botschaft abgebaut und haben ganze Stücke nach USA transportiert und haben uns nachher erzählt, Achtung, die Russen haben hier eine Wahnsinnstechnologie. Und wir haben zwei Möglichkeiten gehabt. Wir haben eine nagelneue Botschaft gebaut. Ich sprach von Vertrauen. Baranikow war Chef des Nachrichtendienstes. Sorin war Terroristenfahnder. Und Jelzin war Präsident. Wir haben lange gesprochen. Da gab es ein Gespräch über 7 Stunden, das sich nur um ein solches Thema gerankt hat. Da gab es natürlich unterschiedliche Standpunkte. Mancher sagte, das passiert heute alles nicht mehr. Ihr könnt völlig beruhigt sein. Wir werden nicht mehr und überhaupt, das sind Dinge des Kalten Krieges. Wir sind Freunde, was bei manchem zugetroffen hat, dass man hier intensive Beziehungen gepflegt hat, Vertrauen aufgebaut hat. Und wir haben uns entschlossen, mit einem Leiter der operativen Seite des Nachrichtendienstes einmal die Probe aufs Exempel zu machen und an bestimmten Stellen mit Presslufthammern im neuen Gebäude die Wände zu halbieren, der Länge nach,
und einfach zu suchen. Wir haben nicht umsonst gesucht und wir wussten auch, dass wir fündig werden, weil wir uns vorher nachrichtendienstlich die Pläne des Einbaus von Mikrofonen beschafft hatten. Es hat Stilblüten gegeben, das will ich schon mal sagen, damit man sich da auch eindenken kann ein bisschen in eine solche Zeit. Wir haben uns ein Mikrofon ausgebaut, haben erst an anderen Stellen gemeißelt, gebohrt und abgelenkt, denn wir haben vermutet, dass unter unserer neuen Botschaft ein Tunnel gegraben wurde, wo einzelne Spezialisten sitzen zum Abhören, was ja auch so war. Wir hatten dann ein Mikrofon, hatten das gerönt und haben gesehen, funktioniert noch. Es war Spannung, 4 Volt drauf, wenn es interessiert, und wir haben das ausgebaut. Ich habe es in eine Tengelmann-Tüte getan und hatte am anderen Tag ein ausführliches Gespräch mit Baranikow, Sorin und vielen Verantwortlichen. Da war dabei Professor Dolzer, der Chef des Verfassungsschutzes, und mit der Tüte da rein und relativ schnell zum Thema gekommen, es ist in unserer Botschaft nicht möglich zu arbeiten. Kingel will die einweihen, ich glaube, es war der 8. August, wo er einweihen wollte. Das wird nicht geschehen, solange ich nicht weiß, was ist damit los. Alte Zeiten, so chinesischer Beton, eine Wanze und 2 Pfund Zement, also das geht nicht hier. Nein, lieber Freund, das ist nicht der Fall. Meine Tengelmann-Tüte neben mir, Tengelmann-Tüte aufgemacht, das ist keine Schleichwerbung, ich weiß nicht, ob es Tengelmann war, was glaube war Tengelmann, aufgemacht und ihm das Gerät gezeigt. Kann ich das haben? Und hintenrum schrie er gleich, Sorin, was war da los? Natürlich wusste er Bescheid. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenige Tage später haben die Russen unsere Mikrofone ausgebaut, selber ausgebaut. Sie haben uns auch auf die Probe gestellt. An einer Stelle wollten sie aufklopfen und haben erwartet, dass der Mann, der dabei stand, sagt, nicht hier, weil sie natürlich geahnt haben, dass da irgendwas im Hintergrund war an Informationen, nachrichtendienstlich beschafft. Letztendlich für Geld, und damit waren auch solche Dinge ausgestanden, und umgekehrt hatte auch die Bundesrepublik Deutschland einige Offiziere, ein Offizier erinnere ich mich, von der GRU, also dem militärischen Abschirmdienst, ausgeliefert, nach dem Motto, wir wollen Vorschuss geben, das passiert nicht. Es gab auch die harte Bank in Russland gegen unsere Arbeit, aber am Ende hat die Vernunft hier gesiegt und es wurde, ich bin felsenfest überzeugt, das war ernst, wurde sehr viel Vertrauen geschaffen und die Bedrohung wurde reduziert. Einer der wichtigen Aufgaben. Helmut Kohl war die Notwendigkeit schlechthin. Man hätte ihn, wenn es ihn nicht gegeben hätte, erfinden müssen für diese Arbeit. Für diese Arbeit hier dafür zu sorgen, dass das Verhältnis mit der früher sowjetisch, jetzt russischen Führung letztendlich diesen Weg gegangen ist. Und meine Damen und Herren, das war die eine Seite, das war Russland und die Nachfolgestaaten, die dann allesamt, wie wir wissen, ja, ob Polen, ob Ungarn, ob Rumänien, ob Bulgarien, die baltischen Staaten letztendlich in das Bündnis mit aufgenommen wurden. Spielt übrigens eine große Rolle bei der Ukraine und bei der Auseinandersetzung mit den Russen. Ich stelle das mal als Frage. Wer hätte gern in seinem Vorgarten ein paar Raketen stehen? Oder wer hätte gern starke Militärs zusammengezogen an der Haustüre? Niemand. Und ich glaube auch und bin überzeugt, es war ein stilles Übereinkommen, dass dies nicht passiert. Es wurde ja dort noch diskutiert, kann die DDR, wenn wir Einheit sind, in die NATO oder muss die gesamte Bundesrepublik Deutschland nicht und überhaupt. Und das ist die andere Seite der Debatte um die Ukraine. Und die Verhandlungen, die letztes Jahr in Vilnius stattgefunden haben. Ich bin keiner, der jetzt das tut. Wir werden ja in 2 Gruppen eingeteilt zur Zeit, die Putin schönreden und die Putin bedrohen, egal wie. Ich gehöre weder zu den einen noch den anderen, aber ich habe die Verhandlungen im Dezember letzten Jahres stark kritisiert, weil man nicht den EU-Beamten folgen durfte, letztendlich auf die Schnelle und indem man die ganzen Entscheidungen übers Knie bricht, dazu zu führen, dass es andererseits eine Bedrohung wird für die andere Seite, ohne das Verständnis da vorzubereiten, dass man Wege findet, die man jetzt übrigens finden muss und die es auch gibt. Das bedeutet Ostukraine, föderativer Aufbau, wenn nicht zu irgendeinem Zeitpunkt wir Krim-Diskussionen bekommen, was ich nicht weiß, was keiner weiß. Aber dort ist das Vertrauen weg
Und dort sind Dinge passiert in den letzten 4 Wochen, die auch ein Nachrichtenminister natürlich erfasst. Das heißt, irgendwo, ich sage nicht wo, irgendwo sind neue SU-30 stationiert worden, Abfangjäger. Irgendwo sind neue Raketen stationiert worden, nahe des Warschauer Pakt, nahe der NATO, von Seiten Russlands. Und das bedeutet eben Bedrohung, Erhöhung der Bedrohung und bedeutet eben Unsicherheit. Und hier muss ein Dienst das Profil vorgegeben haben, dies als mit hoher Priorität aufzuklären. Wir brauchen das für alle Entscheidungen, für alle Verhandlungen. Und da sind, ich sage mal, nicht jedes Mittelrecht, aber dazu kann ich SIGINT natürlich auch benutzen. Allerdings, sagte ich vorher, Abwehr ist genauso wichtig. Und meine Damen und Herren, wenn einer immer über Aufklärungsmöglichkeiten redet und was er alles kann im Internet, sozialen Plattformen, mit all dieser Technologie, er muss auch damit rechnen, dass Dienste Vorkehrungen treffen, dies nicht zuzulassen. Und da sind wir auch in Ihrem Metier, dass wir sagen, warum jammern wir eigentlich hier und sagen, da passiert Fürchterliches. Mein Handy wird abgehört, mein Tablet ist abgehört, ich sitze da mit dem Telefon und werde abgehört. Ich habe ein Satellitengerät, ich werde abgehört. Natürlich, natürlich ist es so. Aber es gibt auch Geräte, bei denen dies nicht passieren kann. Und wo einer wieder Zeit braucht, um dies zu entschlüsseln und damit mitzuhören. Es gab immer in der Vergangenheit Möglichkeiten, trotz Verschlüsselung in Geräte zu kommen. Ich will da gar nicht viel erzählen. Aber das hat auch der Westen natürlich gemacht. Er hat vielleicht solche Geräte sogar verkauft international. War aber in der Lage, in einem Treptor letztendlich die Dinge aufzuklären, ohne dass die Verschlüsselung, die dahinter erfolgt ist und die zum anderen verschlüsseln ging, das jeweils bemerkt haben. Es war transparent. Das war hochmoderne Technik. Man hat auch, das wissen Sie auch, demonstriert über unsere Sicherheitseinrichtungen, dass man über Heizungen abhören kann, über Fenstergläser abhören kann, über Glühbirnen abhören kann. Über Seen, eine Wasserfläche wurde benutzt als Antenne letztendlich zu irgendeinem Zeitpunkt Dinge abzuhören, aufzufangen und zu verwerten. Sie sehen, die Technik hat sich viel schneller entwickelt, als wir heute diese Entwicklung sehen, weil wir sie jetzt selber nutzen, weil wir selber diese Netzwerke in Anspruch nehmen. Und dazu kommt, auch im Hinblick auf die Entwicklung der Technik, dass es neue Aufgabenfelder gab. Und da ist mit mancher Abhörmethode nicht viel anzufangen. Es gab Menschenhandel, organisierte Kriminalität, es gab Rauschgifthandel und diese Dinge. Natürlich hat man dort in Südamerika überall SIGINT eingesetzt. Aber Jumint war noch besser. Jumint konnte dann verifizieren, stimmt es, oder hat sich die organisierte Kriminalität schon lange darauf eingestellt. Und meine Damen und Herren, wenn wir uns Gedanken machen über diese Dinge, ich sage eben, die bösen Buben, die haben das schon lange. Die haben schon lange ein Handy, das sie nur einen Tag lang benutzen. Die haben schon lange Prepaid-Geräte von ihren Großmüttern. Die haben alles. Die haben falsche Geräte, falsche Zugangscodes, alles. Und benutzen dies. Und jetzt wollen sie das aufklären. Das geht nicht, selbst mit dieser großartigen Idee, dass wir Handys abhören können. Ja, den werden Sie auch abhören können. Sie werden ein Rauschen hören oder Sie werden eben hören, wie er sagt, dass er seine kranke Großmutter die nächste Woche besucht und weiß damit gar nichts anzufangen. Also auch das ist klar, der Schutz auch uns gegenüber ist schon lange im Werden und wird von der Kriminalität benutzt. Auslandseinsätze der Bundeswehr, meine Damen und Herren, das war eine neue Aufgabe und da ist etwas zu tun, um diesen Aufgaben gerecht zu werden. Ich habe in den Ende der 90er Jahren immer gesagt, die Amerikaner gehen mit ihren Nachrichtendiensten zuerst ins Krisengebiet mit einem hohen Prozentsatz, hohem Aufwand und bauen den erst langsam ab, wenn die Truppen nachkommen. Nicht umgekehrt, die Truppen hinzuschicken, ins Wasser zu werfen und sich dann zu wundern, dass es da bestimmte Vorkommnisse gibt, die an Selbstmordattentaten und Ähnlichem dann gipfeln. Wir können das nicht brauchen, sondern wir müssen Sicherheit produzieren. Wir haben nur einen Dienst. Der militärische Abschirmdienst ist kein offensiver Nachrichtendienst für das Ausland. Der ist zum Schutz in der Truppe da und Vorkommnisse in der Truppe, aber nicht nach außen Spionage aufzubauen. Und auch da haben wir gelernt. Da haben wir gelernt, das Nötige über SIGINT aufzubauen, Handys abzuhören,
von den Leuten. Das ging noch analog auch, braucht man noch keine Digitalisierung, dann in größerer Menge über hochmoderne Geräte, dann andere Möglichkeiten, technische Möglichkeiten. Es gab ganze Abteilungen, die sich nur um diesen Afghanistan-Einsatz zum Beispiel gekümmert haben. Was passiert in welcher Region? Wo treffen sich dort Entscheider? Also man kann und konnte ja, das war früher schon unter sowjetischen Zeiten, ohne dass man wusste, was eigentlich passiert, irgendwo im Manöver, konnte man feststellen, dass bestimmte Entscheidungsstrukturen aktiviert wurden, dass ein großer Sprechfunkverkehr stattgefunden hat, ohne dass man den gehört hat und wusste ja, da ist Merkwürdiges im Werden und konnte dann sich entsprechend darauf einstellen. Das war eine der neuen Aufgaben, die auch mit Technik gelöst werden mussten bei diesen Auslandseinsätzen. Es gab Geiselnahmen plötzlich. Eiserne Vorhang ging auf, überall war große Transparenz, überall wunderschöner Verkehr. Im Libanon fehlten uns plötzlich 3 deutsche Staatsbürger. Ein paar Wochen später 2 Staatsbürger, 5 Wochen später andere Nationalität. Auch da musste ein Dienst her. Ich konnte, Herr König, keinen einzigen Beamten aus dem Kanzleramt schicken und sagen, geh mal, hol die raus, ne? Oder an Minister, einen Außenminister und Ähnlichem, die sind sowieso nicht dafür geeignet, weil sie bestimmte diplomatische Regeln einhalten müssen. Der Herr Kinkel hat mir mal erzählt, als wir da im Libanon waren, hat er gesagt, Sie haben es einfach, Sie können hingehen, ich kann mit dem Terrorist nicht verhandeln. Ja, das ist auch eine Haltung. Das ist eine gute Haltung, zu sagen, ich habe ihm gesagt, ich kann auch nicht mit dem Hausmeister verhandeln, ich muss mit Falachian mich unterhalten. Wochenlang hat mich die Presse durch die Dings gezogen, obwohl wir damit einen aus dem Gefängnis gebracht haben, der zum Tode damals verurteilt wurde. Auch da Unterstützung der Dienste, Begleitung im SIGINT-Bereich. Wir wussten, was passiert, wir wussten, wann welches Flugzeug wo losgeht, wir konnten vom Hubschrauber aus aktiv die Dinge gestalten. Das war ungeheuer wichtig, auch für unsere Verhandlungsführungen in diesen Ländern. Nahe Mittelost, die Bundesrepublik Deutschland, war der gefragte Mediator. Wir waren nicht die Hassade, wie es da hieß, 008 ist wieder unterwegs und holt ein paar Geiseln raus. Das war gar nicht unser Thema. Unser Thema hieß, wie können wir erreichen, dass wir über Verhandlungen, über alle technischen Möglichkeiten, die es gibt, dazu kommen, zu einer Übereinkunft zu kommen, die Menschen aus ihrer fürchterlichen Situation zu befreien. Es gab Proliferationsprobleme. Was machen Sie da? Plötzlich kommen die Meldungen in Deutschland, auf einem Rastplatz wird Plutonium gehandelt. 0,5 Gramm. 4 Tage später 5 Gramm. 8 Tage später kommt einer und erzählt, ein Erddepot mit 1 Gramm. Da hat sich das hochgeschaukelt. Die Frage war, warten wir das ab, bis das zu Ende kommt. Und dann gab es ja diese Plutonium-Gate im Spiegel. Großes Bild von mir und anderen. Jedenfalls, ich war der Drahtzieher und der Helmut Kohl auch. Das hat nachher einer geschrieben, aus Wahlkampfzwecken. Wir haben dann eine Operation gestartet, die zu dieser Festnahme in München geführt hat, mit einem Koffer, in dem eine große Menge Plutonium war, radioaktives Material. In diesem Flugzeug saß sogar ein Minister aus Russland, mit dem Ziel, sich da irgendwo zu beteiligen an diesem Geschäft. Spanier waren beteiligt und sind hinterher im Prozess in München verurteilt worden. Da können Sie zugucken, zupacken oder die Dinge im Rahmen unserer Sicherheit umsetzen. Es waren nur zwei amerikanische Professoren, die sagten, offensichtlich sind die Deutschen alleine bereit, solche Gefahren abzuwehren. Und es war, hinterher gab es Ruhe, hinterher hat man die Dinge besser gesehen. Es war ja die Erwartung, die brauchen, und zwar der Irak zum Beispiel, braucht Brennmaterial für Bomben, schmutzige Bomben. Und der muss es auf dem Weltmarkt beschaffen. Und so war das Thema Proliferation für unseren Dienst eine ungeheuer wichtige Geschichte. Das war verbunden mit vielen Festnahmen, das war verbunden mit vielen Geräten, die man auf Schiffen enttarnt hat, die für Nordkorea oder chemische Stoffe, die für Syrien benutzt wurden und dort auch ankamen zum Teil, um Treibstoffe für Feststoffraketen zu bauen. Alles ungeheuer wichtig. Nur die Dienste konnten es machen, wenn die Technik da war. Und ich sage Ihnen auch, manches Mal war die Technik der Amerikaner eben vor unserer.
Amerikaner kamen und sagten, da passiert Folgendes, ihr müsst hingucken, das Schiff geht aus Hamburg oder das Schiff geht in Stettin los und geht durchs Mittelmeer, wir wissen nicht wohin, aber aufpassen, es ist ein Schiff unter deutscher Flagge, ein großes Transportschiff, und da war die Kooperation selbstverständlich. Wir reden über Kairo, über diese ganze Situation, auf die ich noch eingehen will, kurz die Rede. Ich erinnere mich, wie Mubarak in Deutschland war, sein Chefaufklärer dabei, der inzwischen gestorben ist, der aber Präsidentschaftskandidat war, kurz ein paar Wochen nach Mubarak selber, und er uns gesagt hat, wir wissen, dass diese Moslembrüder den Weg über Stockholm nach Deutschland machen. Habt ihr Bilder, dieses und jenes. Das war letztendlich der Beginn, auch Terrorismus an vielen Stellen nicht mehr möglich zu machen. Wir haben an der großen Terrorismuskonferenz in Sharm el-Sheikh ja gesagt, es stimmt, der Terrorist hat ein Gesicht, hat einen Namen und hat ein Konto. Und die Dinge müssen wir erfahren. Und es geht nur im internationalen Austausch. Und dies geht auch nur wieder mit entsprechenden Kommunikationstechnologien. Wenn das ehrlich gemacht wird, ist es unsere Riesenchance, die wir derzeit auch im Hinblick auf diese australische Geschichte sehen. Nationales Interesse alleine nutzt nichts, sondern Diagramme, wer bewegt sich wohin, mit welcher Absicht. Und wen besucht er, wen kontaktiert er? Und das nicht einfach als Kavaliersdelikt, ja, da sind wieder zwei Kölner Jungs ausgerückt und man vermutet, sie arbeiten mit den Mujahedin damals oder jetzt mit IS zusammen. Nein, Konsequenz, diese Dinge nicht zuzulassen, wenn sie es nicht tun, sind sie hinterher diejenigen, die dafür bestraft werden, für ihre Gutgläubigkeit, für ihre Großzügigkeit oder was auch immer. Das wird uns vor die Füße fallen, in vielen Fällen. Das wird uns vor die Füße fallen. Die Australier sind auch aus allen Wolken gefallen. Der Nachrichtendienst hat aufgeklärt, die Polizei hat zugegriffen. Jetzt stellen Sie fest, das war ein Australier, der hatte vor, Menschen umzubringen, auf offener Straße zu enthaupten und die Videos dann ins Netz zu stellen. Es gab diese schon mal vor einigen Jahren, dass ein britischer Soldat in London auf offener Straße zerhackt wurde. Ich sage es mal so, wie es war. Das ist jetzt die Entwicklung des Terrorismus. In den 90er Jahren haben wir festgestellt, es gibt Anschläge. Es gibt Anschläge in Afrika, in Asien, in Deutschland wird es versucht, in Madrid hat es funktioniert. Und dann haben wir erlebt, World Trade Center am 11. September 2001 mit über 2600 Tote, ohne diese Maschinen, sondern nur die Toten im World Trade Center. Und das war klar, dass hier eine neue Dimension entstanden ist in diesen Bereichen. Wie wollen Sie sich wehren? Mit dem Journalisten, der darüber berichtet, falsch berichtet? Oder mit der Desinformation eines Landes, die sagt, ja, das waren Basken? Oder das waren Katalanen, oder da waren ein paar aus anderen Ländern beteiligt. Nein, die Strukturen zu erkennen. Jeder hat über Al-Qaida gesprochen, hat es in den Mund genommen, hat nicht begriffen, was da weltweit passiert ist. Hamas, letzten Wochen wieder im Bereich der Auseinandersetzung mit Israel, mit Hisbollah im Libanon. Und da gab es viele Bewegungen, die jeder meinte, ich sehe das eigentlich, das sind halt so Leute, die da Rabatz machen, gegen Menschen vorgehen, aber man hat die Tragweite nicht erkannt. Die Kommentatoren der letzten Monate haben erzählt, wie konnte es passieren, dass IS, der Islamische Staat, diese Gebiete erobern konnte, ohne dass es jemand sieht. Na, Quatsch. Natürlich hat jeder gesehen, was in Syrien los ist. Aber keiner hat sich getraut, irgendetwas zu machen. Man hat es in Libyen gemacht, falsch. Dann hat man den Gaddafi umgebracht, alles wunderbar für die vielen Demokraten, die dann denen auf die Schultern geklopft haben in Tripolis und gesagt, war eine tolle Aktion, jetzt habt ihr Demokratie. Ich habe Freunde verloren in dem Bereich. Und ich kann Ihnen sagen, nichts ist unsicherer als Tripolis. Ich ging da jetzt nicht freiwillig hin, na, weil sie mich auch kennen, aber ich ging trotzdem nicht hin. Amerikanische Botschafter umgebracht worden, sie waren diejenigen, die diese Bombardierung gemacht haben. Die wussten das Ende nicht.
Abdallah Sanusi hat zu mir gesagt, pass auf, wenn das vorbei ist. Ihr werdet staunen, was dann los ist, wer dann hier das Sagen hat, welche Milizen und welche Kräfte dann letztendlich die Menschen knebeln. Da war Gaddafi ein Waisenknabe. Da war der ein Waisenknabe, was sich dort inzwischen abspielt und wie wir die Bewegungen haben. In Tunesien, in Kairo, die Moslembrüder, ich komme gleich auf Syrien, die Moslembrüder, die unterstützt wurden, gestern war er da und vorgestern der Emir aus Katar, der sagt, ich habe nie Terroristen unterstützt. Tatsache ist, dass Katar und andere Mossi unterstützt haben. Der war ja plötzlich kein Terrorist mehr, sondern er war ägyptischer Präsident. Derweil lief in Syrien liefen Dinge ab, die keiner so genau gesehen hat. Die Opposition wurde nicht informiert, bewaffnet und wurde nicht unterstützt. Der amerikanische Präsident hat mehrfach betont, ich kann mich da nicht einmischen, denn ich unterstütze vielleicht die Falschen. Alles gut und schön. Aber in der Zeit hat sich eine Truppe gebildet, die letztendlich ausgehend von Syrien auch für Assad mal sehr positiv war, denn die Leute haben sich gegen die anderen oppositionellen Kräfte in Syrien gestellt. In Kairo passierte das, dass diejenigen, die die Moslembrüder unterstützt haben, die Finger gelassen haben und Saudi-Arabien zum Beispiel als einer der Führer den neuen Präsidenten unterstützt hat. Das sind einfach die Geldgeber, haben gewechselt und in der Zeit hat sich dann diese Front gebildet, Sunniten, Schiiten, Dschihadisten, alles radikale Kräfte, die letztendlich die Waffen genommen hatten, die die Amerikaner dem Irak gegeben haben, nachdem sie selbstständiger geworden sind. Damit hatten sie Panzer, damit hatten sie sogar Flugzeuge, ob sie mit denen fliegen können, weiß keiner. Aber sie haben Panzerabwehrraketen, sie haben alles das an Material, was die Amerikaner der regulären irakischen Armee gegeben haben. Das war die eine Seite. Die andere Waffenbeschaffung passierte in Syrien. Sie haben dort die Depots der regulären syrischen Truppen gestürmt und haben dann ihre Knechtschaft errichtet, Menschen umgebracht. Ich habe Bilder gesehen. Ich bin seit vielen, vielen Jahren mit dem Präsidenten in Erbil befreundet, wirklich gut befreundet. Wir haben die unterstützt damals, als die Giftgasangriffe kamen durch Saddam Hussein, als 6.000 Kurden umgebracht wurden. Ich habe da Zugang gehabt, habe gesehen, welches blühende Stückchen Erde da passiert ist und was da vorangegangen ist. Heute überschwemmt mit Flüchtlingen, die aus den Bergen kommen, von der PKK, alles Minderheiten. Und in der Zeit ist von Mosul südwärts auf Bagdad zu dieses neue Kalifat entstanden. Hätten Nachrichtendienste die Dinge gut gesehen, hätte man manche Fehlentwicklung stoppen können, wenn alle aufgehört hätten und darauf gehört hätten und aufgebaut hätten auf Informationen der Dienste. Aber man war ja klar, und das gilt seit diesem September, die Neuordnung der Dienste. Die Amerikaner haben begonnen, alles, was möglich war, aufzufangen, aus lauter Angst vor solchen Anschlägen. Jeder musste überwacht werden. Vor allen Dingen auch, ich sage das mal, die Deutschen, denn da kamen die Attentäter ja her aus Hamburg. Also hat da einer nicht aufgepasst, aber wir Amerikaner passen jetzt auf. Wir hängen das alles an unsere NSA und die NSA kann das alles dann in der Zukunft und unser Land sicher machen. Ich habe Ihnen schon das Ergebnis gesagt, ein Jahr in Amerika selber war null und Sie werden auch von unseren Handys relativ wenig dazu bekommen haben, wie Sie sich verhalten sollen im Hinblick auf diese Dinge. Trotzdem, diese Neuordnung hat dazu geführt, dass Vertrauen teilweise weg war, dass es solche Vorkommnisse gegeben hat. Mir ist es nie passiert. Das war ganz einfach, Helmut Kohl. Von Helmut Kohl zu lernen heißt, die Dinge dann spiegelbildlich zu machen. Die Amerikaner haben in den Vereinigten Staaten, wenn wir zu Besuch gegangen sind, Detektoren aufgestellt, damit wir keine Pistolen reintragen können, die wir sowieso nicht dabei hatten. Beim ersten Mal habe ich gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich da durchgehe. Aber ich gehe das zweite Mal auch durch, wenn ihr in Bonn am Eingang vom Kanzleramt durch unsere Detektoren geht. Genau das. Wir haben es nicht mehr gebraucht.
Man musste mit denen wirklich auf Augenhöhe reden und nicht ankündigen hier, ich fahre jetzt rüber nach Amerika und dann werden wir ein No-Spy-Abkommen machen und dann werden wir alles haben und wir kommen wieder zurück. Mit so einer Brust, die sind heimgeschlichen, sind sie, als sie bemerkt haben, was das bedeutet für die Amerikaner. Das ist deren nationale Sicherheit, die betont wird. Und die sehen nichts Verwerfliches drin. Die sagen sogar, warum sollen wir nicht wissen, was die Frau Merkel denkt, ehe sie zum Obama geht. Ich frage mich aber, ob wir nicht auch sowas machen. Ich habe da ein eigenartiges Gefühl. Ich habe nie den Erdogan oder irgendeiner von den Türken abhören wollen. Aber was wir geguckt haben, war Geldwäsche, Rauschgift und solche Dinge, die da drohen. Und die vielleicht für Beitrittsverhandlungen zur EU nicht unwichtig sind. Also es gibt da viele Dinge, die man ein Stück weit auch um die Ecke sehen muss. Ich bin nach wie vor einer, der sagt, Kooperation mit anderen Diensten, auch bei Umstrukturierung, ist eine lebensnotwendige Geschichte. Ich bin auch der Meinung, dass wir Kommunikationsdaten erfassen müssen, uns einstellen müssen als Dienste auf die Möglichkeit, hier einzudringen, Informationen zu beschaffen. Aber ich bin immer dafür, dass das überschaubar bleibt, dass das auswertbar bleibt und dass persönliche Sphären und die persönliche Integrität nicht zerstört wird. Ich will in keinem Land leben, in dem mein Dienst sich bei uns einklingt, bei mir einklingt und egal wie wichtig es ist, ob ich mit meiner Oma telefoniere oder mit jemand anders. Das geht einen Nachrichtendienst nichts an und erhöht auch nicht unsere Sicherheit. Das will ich dazu sagen, wenn wir uns alle hier mal verständigen können, dass wir unser Handy trotzdem benutzen. Und das ist eine wichtige Sache, dass wir nicht so technikgläubig werden, sondern dass wir auf eine gute Auswertung hoffen, auf gut Ausgebildete in den Nachrichtendiensten, die mit moderner Technologie auch umgehen können. Moderne SIGINT-Methode, ja, und vor allen Dingen die menschliche Aufklärung nicht zu vernachlässigen. Sie sind wichtig und sind wichtig gerade in dieser Zeit, um reproduzierbare Dinge festzustellen, um Maßnahmen der Abwehr zu machen. Ich will noch kurz auf diese Abwehrgeschichte eingehen. Meine Damen und Herren, es ist